Ein Klartext auf die Schnelle heißt immer, es gibt eine gute Information, interessantes Thema, was dem Hond wieder passiert ist. Und ich hatte gerade erst ein Erlebnis mit der Polizei. Also das Video müsst ihr euch angucken. Hochinteressant, wie ich eingekesselt wurde von 5 Hamburger Polizisten, wo ich eher das Gefühl habe, es waren arabische Polizisten. Ja, so. Alle im Bart und dunkle Haut und so, ja. Also so wie bei uns Hamburg Airport. Habe ich sogar gesagt, Hamburg Airport, da ist es ja genauso, ja. Da geht man also auch in diese Bodybuildings technisch und Bart und allem drum und dran. Ja, da hat man auch so viel, die Popeyes arbeiten, ja, in Hamburg Airport. So, auch dort. Und das Video auf jeden Fall zu empfehlen. Und ich gehe aus dieser Geschichte, aus diesem gerade oder ja, Erlebten mit der Polizei, mit 5 Polizisten, gehe ich weiter Richtung City und komme also dort in der City an und hatte nur eine Frage, wo ist die Hausnummer so und so beim Jungfernstieg? Ja, also das gibt ja, sagen wir mal, die einen Sachen, die sind 42, 46, das geht immer an einer Reihe hoch und dann geht es oben wieder runter oder dann ist es immer so quer gebeet, wie auch immer. Also kamen so 2 Polizisten auf mich zu und ich dachte, naja gut, das sind so diese typischen Bürgerpolizisten, also schon etwas älter, Mann und Frau. Also sage ich, schönen guten Tag, sagen Sie, wissen Sie zufällig, wo die Jungfernstieg Nummer 46, 47 oder was ist? Der Mann wollte mir sofort antworten. Der sagt, der wollte schon da vorne rechts und dann auf der anderen Seite. Und da sagte diese Frau in der Polizeiuniform: Da wünsche ich Ihnen doch erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Also, wirklich, da kriege ich Magenschmerzen. Ich meine, ich wollte ja mit denen jetzt nicht ein Kaffeekränzchen machen. Ich habe, moin, sag mal, wisst ihr zufällig, wo die, ja? Oder wissen Sie natürlich, also immer Sie, ja? Und daraufhin sagte sie erstmal, jetzt aber erstmal einen schönen guten Morgen. Was können wir denn für Sie tun? Ich meine, das ist doch Gaga. Also das ist doch dieses typische Gender-Gaga-Zeug. Das ist doch all dieses grün versiffte Zeug, was da so draußen los ist. Also wo man denkt, das kann nicht wahr sein. Also nun tragen die ja schwarz. Früher haben sie grün getragen, da hätte es noch besser gepasst. Also ich, ja, ich meine, das verdanken die dem Chill. Dem Richter gnadenlos verdanken alle Polizisten in Deutschland, dass sie heute schwarze Uniformen haben und aussehen wie, ja, die Amerikaner. Das ist nur durch den gekommen. Wenn der nicht gewesen wäre, würden die alle noch in grüner Genderkleidung rumlaufen. Also ich meine mal ganz ehrlich, da kann, verarschen kann ich mich doch selbst. Und dann habe ich wirklich zu dieser Polizistin gesagt, da sie, Meinen Sie das jetzt ehrlich? wo ich sie kurz mal frage, ich sage moin und wo ist denn eigentlich Jungfernstieg so und so? Und daraufhin wollen sie jetzt erstmal mit mir einen Dialog anfangen, wo ich es eilig habe, wo man sieht, ich habe es eilig und nur eine schnelle Frage, ob sie mir das beantworten können. Und wenn nicht, hätten sie ja sagen können, nee, kann ich nicht. Und ihr Kollege wollte ja schon antworten, der dann antwortet und sagt, ja, da vorne und dann rechts. Ja. So kurz ist dieses Video und so dramatisch ist der Inhalt. Ist ein Go! Hier bei der Horn Klartext. Abonnieren, liken und wiederkommen. Logisch bei der Horn und weiterempfehlen. Wendo. Anything, anything, anything.